Südkoreas Ex-Präsidentin Park Geun-hye war wegen Korruption und Machtmissbrauch zu 20 Jahren Haft verurteilt. Nun wurde die 69-Jährige begnadigt, aus einer Perspektive der nationalen Einheit, wie das Justizministerium erklärt. Laut Medienberichten spielte Parks schlechter Gesundheitszustand bei der Entscheidung für die Begnadigung eine Rolle. Park war 2017 wegen Vorwürfen der Bestechlichkeit ihres Amts enthoben worden. Sie wurde beschuldigt, Schmiergelder von Großkonzernen wie Samsung angenommen zu haben und geheime Dokumente weitergegeben zu haben. Als die Vorwürfe bekannt wurden, gingen tausende Menschen auf die Straße. Als Folge des Korruptionsskandals kam der linksgerichtete Moon Jae-in an die Macht.